Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. In der letzten Folge haben wir mit Eden zweimal gespielt und zweimal verloren. Zumindest haben wir nicht mal Isaac besiegt, glaube ich, genau. Vorhin hat uns das auch nichts gebracht, aber egal. Wir sind jetzt einmal hier rum, haben jeden Charakter einmal gespielt in dieser Woche, beziehungsweise in über einer Woche. Und dann habe ich gesagt, wir machen Challenges und da wir die Darknessfall Challenge noch nicht haben, machen wir die wohl mal. Okay, wir haben drei Challenges frei, davon ist eine die Darknessfall Challenge. Die machen wir, die haben wir auch schon zweimal gespielt. Die Dunkelheit fällt Challenge. Und Eve hat immer noch die Weihnachtsmütze auf. Ach man, eigentlich ist diese Challenge voll leicht. Ich habe keine Ahnung, warum ich die nie hinbekomme. Wir müssen halt bis zum Satan kommen. Der Seed ist 2FJT N7FT. N7F7. Wir haben von Anfang an das Pentagramm, den toten Vogel. Also das Pentagramm macht uns erstmal stärker und erhöht die Chance auf Devil-Räume. Dann haben wir den Dead Bird, der angreift, sobald wir Leben verlieren. Dann haben wir noch die Hure, das Hure von Babylon-Item, welches uns stärker macht, sobald wir noch ein Herz haben, weil wir Eve sind. Bei anderen Charakteren ab einem halben Herz. Dann haben wir noch das Rasierblatt, das, wenn wir es einsetzen, das ist unser Space-Item, verlieren wir ein Herz. Genau, also ein Herz Schaden bekommen wir. Und dafür kriegen wir aber plus eine Attacke für einen Raum. Und sonst haben wir noch das Sacrificial Knife. Das macht einfach übelst viel Schaden und schützt uns vor Sachen. Und dann haben wir noch die dunkle Materie, die uns Angst, Tränen und Damage abgibt. Genau, und wir sind Eve mit einer Weihnachtsmütze auf und sind eigentlich von Anfang an recht stark und müssen halt bis zu Satan kommen, damit wir die Rune von Daggets freischalten. Eigentlich sind diese ganzen Runen-Challenges gar nicht so schwer. Das sind, glaube ich, sogar noch die einfachen. Und trotzdem habe ich diese Challenge schon zweimal probiert und nicht geschafft, aber genau, weil ich so komisch drauf bin hier. Ah, schon mein erstes halbes Leben verloren, das kann doch nicht sein. Verdammt. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Bombe und hier würden wir noch ein paar mehr Bomben bekommen. Hoffentlich. Hoffentlich langt das. Ja, dankeschön. Dann können wir in den Shop reingucken, weil wir sowieso einen Endlich-Schlüssel haben. Hier hätten wir einen weiteren Schlüssel, den wir uns wahrscheinlich sogar kaufen. Nein, wir kaufen uns die Karte natürlich. Natürlich kaufen wir uns die Karte. Und diese Rune, die wir da freischalten würden, wir könnten eigentlich auch mit unserem Messer voll viel Schaden machen. Ist nämlich eigentlich recht stark, das Messer. Hierophant gibt nochmal zwei blaue Herzen. Machen wir gleich. Jetzt haben wir schon mal unseren Hure von Babylon-Effekt. Und kriegen noch ein paar Spinnen und setzen hier Hierophant ein. Perfekt! Das war doch gut. Können wir hier nochmal nach einem super Geheimraum gucken. Nach einem normalen Geheimraum. Was? Was? Wieso nicht? Was ist der dann? Hä? Hier vielleicht? Okay. Immerhin wieder zwei Bomben. Das heißt, wir haben plus minus null, außer diese Münze haben wir halt noch bekommen. Das finde ich gut. Und ich wollte erzählen, was die Rune macht, die wir freischalten würden, wenn wir den Satan besiegen würden. Und zwar entfernt die den Fluch von der aktuellen Ebene, außer Curse of the Labyrinth. Die nicht, aber sonst jeden Fluch. Und gibt ein Seelenherz, also so ein blaues Herz. Also nichts super Tolles, aber auch nichts mega Schlechtes. Und wir kriegen ein Speed-Up. Das ist doch schön, so ein Speed-Up. Gut, wir haben eigentlich genug Bomben, um auch nochmal nach einem super Geheimraum zu gucken. Zudem könnten wir hier vielleicht noch ein paar Münzen rausholen. Nee, dann wird er wahrscheinlich da sein. Auch nicht. Gut, dann so vielen Stellen kann er aber nicht sein. Den will ich jetzt doch noch haben. Den super Geheimraum. Und wir sind krass schnell. Was kriegen wir hier? Pinky Eye. Das Pinky Eye. Poison Shots jetzt sollten. Ja, genau. Ab und zu sind die jetzt grün. Sehr schön. Hätte mir ein besseres Item gewünscht hier im Bossraum, aber macht nichts. So, wenn wir uns ein bisschen normal anstellen und einfach nicht dumm anstellen, dann ist diese Challenge auch sehr, sehr gut machbar. Die ist wirklich nicht schwer. Die nächste wird schwer, die Suicide Challenge. Die ist richtig schlimm. Aber die hier an sich ist gar nicht so schlimm. Vor allem, weil man halt von Anfang an schon voll viel Schaden hat. Klar, nicht so viel wie bei Waka Waka oder wie hießen die andere? Wo man so ein Indianer war. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, die war auch sau OP, aber und hier ist das halt nicht so. Ein halbes Herz können wir auf jeden Fall mitnehmen. Dann behalten wir auf jeden Fall immer noch unseren Hure von Babylon-Effekt. Weil wir zum Glück Eve sind. Und die gute Eve kriegt ja ihren Hure von Babylon-Effekt schon.
wenn sie nur noch ein Leben hat, statt nur ein halbes. Bei jedem anderen wäre das so, dass sie nur diesen Hure von Babylon-Effekt bekommen würden, wenn sie nur noch ein halbes jetzt haben. Und deswegen ist das schön, dass wir Eve bekommen haben. Die Challenge gibt uns quasi richtig die guten Sachen und ich habe es trotzdem zweimal nicht hinbekommen. Schon ein bisschen traurig, oder? So. Egal, diesmal bekommen wir das hin. Wir haben trainiert, in normalen Runs haben wir trainiert. Jetzt wissen wir, wie das hier läuft. So, kann man eigentlich mit dem Messer auch Feuer? Nee, okay. Wissen wir das also auch? In den Shop können wir nicht, weil wir keinen Schlüssel haben. Waren wir schon in... Hä? Ah, es gibt gar keine goldenen Räume. Stimmt, weil das eine Challenge ist. Oh, oh. Stimmt, das war das Schlimme an den Challenges, dass es da keine goldenen Räume gab. Ganz vergessen. Egal, wir machen trotzdem sehr, sehr guten Schaden. Auf jeden Fall zu Widow. So. Kriegen noch ein HP ab und das neue Lebens-Item. Ist an sich als Eve gar nicht mal so kacke, das neue Lebens-Item. Mann, wir kriegen auch noch eins. Na gut, dann kaufen wir beides. Ghost Baby, neuen Leben-Item. Denn das fässt ja nicht die blauen Herzen an. Jetzt haben wir auf jeden Fall, auch wenn wir neu spawnen, immer diesen Hure von Babylon-Effekt, was gar nicht so kacke ist. Und da wir die Schlüssel sowieso nur für Shops brauchen, können wir hier auch eigentlich mal in den Shop reingucken. Und würden noch ein blaues Herz auf jeden Fall bekommen. Und das holen wir uns auch. Gut, dann ist da vielleicht der Geheimraum mit noch mehr Geld drin. Langt das für irgendwas? Wir können uns jetzt eine Bombe kaufen, aber ich glaube, da war auch sonst nichts Vergünstigtes. Nee. Okay, Bombe. Wollen wir kommen? Nein, komm. Wir behalten unser Geld. Vielleicht kriegen wir in der nächsten Ebene einen besseren Shop. Und einen Schlüssel. Und dann können wir in die nächste Ebene mit neuen Leben. Das ist auf jeden Fall ein schöner Start. Haben auch gleich schon zwei Gabi-Items bekommen. Sobald wir Gabi sind, haben wir sowieso schon gewonnen. Und diese Rasierklinge, die wollte ich sowieso nicht einsetzen. Können wir also getrost da lassen. Und weitergehen. So. Weil das Rasierblatt uns halt Leben abgezogen hätte. Und ich glaube, das hätte als erstes die blauen Herzen genommen. Und nur für einen Schaden in einen Raum mehr, es lohnt sich eigentlich nicht. Das lohnt sich eigentlich nicht. Aber man wird ja manchmal einfach dazu gezwungen, es einzusetzen, weil man sonst kein anderes... Oh. Hm, wollen wir es mitnehmen? Weil man sonst kein anderes Space-Item hat. Hm. Das ist halt die linke Hand von dem Affen. Ein Trinket. Wenn wir das mitnehmen und nur noch ganz wenig Leben haben, dann gibt es uns schwarze Herzen. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht, weil wir sowieso so viele blaue Herzen haben. Und an sich müssen wir ja gar nicht alles durchgucken. Wir müssen eigentlich nur geradewegs zum Boss. Wir haben ja die Karte. Dafür haben wir uns die ja gekauft, eigentlich. Wir müssen halt nur den Shop irgendwie finden und goldene Räume gibt es ja auch nicht. Und der Raum eben sah sehr verdächtig danach aus, dass da der Geheimraum wäre. PhD wäre natürlich eine geile Karte. Schauen wir mal, ob wir die uns irgendwie leisten könnten. Und hier wird garantiert der Geheimraum sein. Like I said it so. Okay, warte. Die setzen wir erst ein, sobald wir genug Geld haben. Hoffentlich finden wir noch genug Geld. Weil dann könnten wir uns das PhD kaufen und mit dem PhD sind auf jeden Fall die ganzen Pillen nicht schlecht. Und nicht schlechte Pillen sind gut. Im Umkehrschluss sollte klar sein. So, hi. Ah, ich finde schön, dass wir die Fliegen jetzt auch haben. Die machen nochmal extra Damage. Und ich finde schön, dass wir ihnen Angst einflößen können. Sodass er weg von uns geht und nicht mehr zu uns hin. So, gibst du uns Geld dann? Nein, warum nicht? Warum gibst du uns kein Geld? The Mark. Okay, wir wollen sowieso keine zwei Leben haben. Das heißt, wir nehmen das auf jeden Fall mit. Ist noch ein Damage-Up. Damage-Ups sind sehr schön. Aber wir brauchen noch drei weitere Münzen. Irgendwoher. Wir haben ja leider keinen Donation-Automat, wo wir den dann ausnutzen können. Das bringt uns gar nichts. Ja, müssen wir hoffen, dass wir oben ein paar Münzen bekommen. Bei dem Gegner. Nee, aber einen goldenen Schlüssel. Ja gut, was machen wir denn jetzt? Wir brauchen irgendwo drei Münzen her. Ich weiß nicht. Achso, doch, PhD. Ah, wir brauchen das PhD-Ding. Shit.
Aus denen können ja höchstens zwei Münzen, glaube ich, rauskommen, oder? Oder auch gar nichts. Ich will das PhD. Ja. Gut, dann halt nicht. Dann holen wir uns noch einen Schlüssel. Dann gehen wir auf jeden Fall in den nächsten Shop rein. Und setzen hier noch die ganzen Pillen ein. Bombs Aki. Luck up. Da wäre noch einer gewesen. Der hätte uns auch noch Geld geben können. Na, egal. Egal, so. Dann können wir in die nächste Ebene. Würde ich sagen, ja. Gut, so langsam sind wir gar nicht unterwegs. Wir sind schon in der vierten Ebene. Und im Keller hatten wir komischerweise nicht mehr so Hand als Gegner. Wow. Gut, Boss wird wahrscheinlich unten sein. Vermute ich jetzt einfach mal. Und unser Schaden ist 5. 5 ist meine Lieblingszahl. 5 ist eine super dolle Zahl. Wenn man 5 Schaden hat, dann ist das gut. So, das nehmen wir noch. Ey, ich wollte hier nicht rein. Hä? Haben wir Curse of the Labyrinth? Labyrinth? Was kriegen wir da? Two of Diamonds. Geld verdoppeln. Hier wäre noch ein Ding. Oh. Oh. Book of Belial ist natürlich auch ein schönes Item. Und das ist sowieso das beste Item, das man kriegen kann. Ja! Hüpfidi, hüpfidi, hüpf. Ich mag das. Ja! Hui! Gut, das ist jetzt die Frage. Wollen wir Book of Belial mitnehmen? Das können wir auch recht oft einsetzen. Oder Gabby's Head. Ich glaube, Gabby's Head könnte sogar besser werden. Nehmen wir Gabby's Head mit. Aber zuerst hier noch die... Och, jetzt ist er nicht... Jetzt hat er sich nicht in die Luft gesprengt. Und dieses Curse of the Labyrinth nervt mich gerade. Es ärgert mich. Was? Noch ein Shop? Ah, ne. Das ist der Shop. Hier ist auf jeden Fall ein blauer Stein, den wir auf jeden Fall mitnehmen werden. Mit einer Kiste. Gut, die will ich aufhaben. Danke für den Schlüssel. Hat also rein gar nichts gebracht, außer dass wir 5 Münzen verschwendet haben. Wir hätten davor Two of Diamonds einsetzen sollen, aber gut, habe ich nicht gesehen. Ah, Curse of the Labyrinth, please. Stop it. Please. What the fuck ist los mit Curse of the Labyrinth? Das ist echt richtig der Troll-Curse. Was kriegen wir da? Two of Clubs hat, glaube ich, nur die Bomben verdoppelt. Können wir also gar nichts mit anfangen, weil wir 0 Bomben haben. Ich glaube aber, wenn man es einsetzt, dann kriegt man 2 Bomben, oder? Ja. Genau. Dann ist das also genauso gut, als wenn wir einfach eine Bombe eingesammelt hätten und das dann eingesetzt hätten. Aber bevor wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen müssen. So. Und an sich sollten wir auch nochmal in den Stachelraum reingucken, weil da ja auf jeden Fall auch noch ein Gabby-Item drin sein könnte. Du hast mal schön die ganze Zeit Angst vor uns, dass du nicht auf uns zugerast kommst, so wie du das eben gemacht hast. Auweia. Ich glaube, die ziehen sogar ein ganzes Leben ab. Au, ey. Du ziehst auf jeden Fall ein ganzes Leben ab. Oh nee. So viele Leben verloren. Uncool. Uncool. Und jetzt müssen wir noch mehr Leben verlieren, weil wir hier reingehen. Oh. Curse of the Labyrinth. Okay. Dann können wir gleich auf jeden Fall nochmal in den... Dankeschön. In den... Devil Room reingehen. Devil Room. Und wie sieht's mit 11 Minuten? Wir sind ja wirklich voll schnell unterwegs. Au. Was? Was hat mich da eben noch getroffen? Also ich? Wieso treffen die mich einfach? Das geht ja gar nicht, ey. Das ist mein Keller. Geht aus, raus aus meinem Keller. Geh raus aus meinem Keller. Hab gefälligst Angst. Die haben keine Angst, dass ich weine. Hä? Verstehe ich nicht. Eigentlich hat man doch vor Kindern Angst, die weinen, oder nicht? Wenn man so ein kleines Monster ist. Also ich hätte Angst, wenn ich so ein Piep wäre, der einfach sein Auge rausschmeißen kann, wenn da plötzlich ein Kind weint. Wir sollten auch öfters mal mit unserem Messer arbeiten. Wäre eigentlich ganz gut. Hm. Toll. Noch eine Pille. Health up ist gar nicht so geil. Ist wirklich nicht geil. Dann wären wir nämlich schwächer. Und ich will nicht schwächer werden. Okay.
Curse of the Labyrinth will, dass wir die ganzen Scheißhaufen kaputt machen, wie es scheint. Dann machen wir die kurz kaputt. So, zufrieden. Und wir kriegen noch Glatt-Toni. Der Gluten-Toni. Gut, dass wir reingeguckt haben. Wenigstens zwei Bomben, kein blauer Stein, was sehr schade ist. Und dann haben wir hier alles auf der Ebene. Wir könnten uns noch irgendwas im Shop kaufen, aber ich glaube, da war nichts sonderlich Gutes drin, was wir gebrauchen könnten. Aber wir könnten noch nach einem Geheimraum suchen. Jetzt nicht mehr, weil wir ihn gefunden haben. Und dieser Raum ist viel zu gut dafür, dass wir hier nichts wegsprengen würden. So, mit PhD wäre es noch ein bisschen geiler gewesen, aber passt schon. Lemon Party mal zwei. Und Tour of Diamonds können wir jetzt schon einsetzen. Dann bei unserem Trinket kriegen wir mehr Pillen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und im Shop war... Im Shop war... Eine Batterie und eine Pille. Eine Paralysepille. Okay, gut, dass wir die 5 Münzen noch ausgegeben haben. Ah. Da kommen wir leider nicht ran, weil wir irgendwie rausgegangen sind, während das passiert ist. Und dann haben wir hier noch den Devil Deal, der uns wehtut. Oh, und ein sehr schönes Ding. Den nehmen wir mit, haben wir wieder unser eines Leben, damit wir die ganze Zeit auf jeden Fall unseren Effekt haben. Und noch ein Gabi-Item. Oh Gott. Ja gut, wir sind Gabi. Ah, müssen wir mitnehmen. Tut mir leid. Jetzt haben wir leider keine Leben mehr, ist die Sache. Aber wir haben ja 9 Leben, dank dem 9 Lebens-Item. Aber Gabi ist halt ein richtig... Man muss Gabi werden. Man muss es einfach. Tut mir leid. Jetzt können wir auf jeden Fall auch noch fliegen und uns alles hier holen. Jetzt haben wir auch genug Geld. Und hier liegen ja auch noch überall Herzen rum, die unser Darkbaum alle einsammeln kann, damit er uns blaue Herzen gibt. Dankeschön. Hier oben liegt auch noch eins für dich. Da liegen sogar noch mehrere. Hä? 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 Waren da nicht eben noch Herzen? So, können wir ein paar Herzen farmen? Ich glaube, lag bei dir auch noch was? Ja, hier liegen richtig viele. Oh, das ist schön. Das ist richtig schön. Vielen Dank. Hier oben ist noch eins. Oh, gut, dass der ein Devil Room war. Wir kriegen auf jeden Fall noch mindestens ein blaues Herz, wenn nicht sogar zwei. Na, bist du... Okay, wir kriegen gar kein blaues Herz, sondern eine blaue Spinne. Ist auch nicht so schlecht. Da ist noch ein halbes. Danke. Und dann könnten wir an sich eigentlich auch ein bisschen spielen. Vielleicht kriegen wir ein paar rote Herzen daraus, die unser Darkbum wieder einsammeln könnte. Allerdings sollten wir... Oh, kacke. Ist das die... Nee, das ist die 4. Ebene. Da müssen wir uns schon ziemlich beeilen, wenn wir noch in den Bosswash wollen. Aber der Bosswash wäre halt auch eine Option, um noch mehr Items zu bekommen. In der Challenge gar nicht so schlecht. Weil in der Challenge gibt es halt keine goldenen Räume, wo man sonst Items herbekommt. Deswegen könnte man das eigentlich machen. Aber ich glaube, wir sind jetzt sowieso zu langsam. So. Also zu langsam von der Zeit her, nicht von unserer Schnelligkeit her. Danke. Jetzt haben wir auf jeden Fall gleich wieder volle Leben. Na toll. Okay, alles weg. Alles wegsprengen. So, Bad Whip. Okay. Dann haben wir, glaube ich, alle Herzen, die es in dieser Ebene gab. Und können dann in die 5. Ebene gehen. Mit unserer Lemon Party, unseren netten Begleitern. Wir haben schon einige, das ist irgendwie cool. Und dazu haben wir noch diesen Vollknäuel, der um uns rumfliegt und Schaden macht. Gut, dass ich die Challenge schon vorbei habe, ey. Cat God Yotange war das, glaube ich. Kiss of the Unknown, ja schön. Boss wird wahrscheinlich ganz weit weg sein. Einfach die letzte Ebene da hinten. Unten rechts wahrscheinlich. So, was zum... Wie ist der denn explodiert? Ach, wir sehen unsere Leben nicht. Okay, zum Glück hatten wir recht viele davon. Das wissen wir. Au, hä? Hä? War da eben noch eine Made unter uns? Hilfe. Hilfe, ich verstehe gar nichts mehr. Die machen wir auf jeden Fall auf. Da kriegen wir auf jeden Fall zwei... Wow.
Okay, ich glaube aber, die ziehen nur ein halbes Leben ab. Also lohnt sich das. Bad Gas. So. Ah, guck mal, wie sich der Little Chap freut. Ja! Endlich auf Abenteuer gehen! Stimmt, der gibt uns ja auch mal ein halbes Herz. Oh, das ist voll die perfekte Kombo. Little Chap, der uns immer rote Herzen gibt, und das Dämonenbaby, der Dämonenbettler, der uns immer aus den roten, oh shit, das war schlecht, das war richtig schlecht, aus den roten Herzen blaue macht. Noch ein blaues Herz, okay, und dafür haben wir nur ein halbes verloren, hat sich also gelohnt, und der Boss wird wahrscheinlich hier rechts sein, und wir machen richtig guten Schaden. Krass. Das war eine Badge-Pille? Ne, das war eine Lemon-Party-Pille. I like Lemon-Parties. I like big Lemon-Parties in my house. Yes. So. Gibst du mir was? Nee, okay, danke. Was haben wir da? Nochmal zwei blaue Herzen. Wir haben gleich volle blaue Herzen, aber gut. Wenn das Spiel mal nett zu uns sein will, dann habe ich da nichts gegen. Die fliegen. Oh, boah. Und irgendwie hat er noch keine schlechte... Wie nennt man die kleinen Dinger, die krabbeln? Spinne. Der hat uns noch keine schlechte Spinne gegeben. So. Bisher nur blaue Spinne und blaue Herzen. Aber die haben das irgendwann mal geändert, dass der auf jeden Fall auch diese bösen Spinnen ausspucken kann. Zwar mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, aber es kann passieren. So. Noch eine Pille, die wir... Doch, hatten wir schon. Gut. Und wow. Können wir also unsere Pille leider nicht einsetzen. Unsere Lemon Party. Sehr schön. Dankeschön. Der Devil Deal wird jetzt auf... Leute, wir haben volle Herzen. Der Devil Deal wird jetzt auf jeden Fall blaue Herzen verlangen. Wenn es nicht Krampus wäre, der uns jetzt eine Kohle gibt. Jo, wahrscheinlich. Wir werden immer OPer. Okay, dieser One ist geschafft. Darknessfall Challenge. Was ist das? Das ist ja voll einfach hier. Pff, jetzt haben wir nicht mein Leben verloren. Nein, blaues Herz. Tut mir leid, blaues Herz. Ich muss dich leider hier lassen. Mann, wieso haben wir denn schon 12 Leben? Sowas Ödes. So, hier wäre ein Challenge-Raum. Für Mom sind wir wahrscheinlich viel zu langsam. Nein, nicht viel, so ein, zwei Minuten. Dass wir den Bosch... Wash machen könnten. So. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier reingegangen bin. Man wusste ja, dass der nicht mal drin ist. Ich schätze, ich finde mich einfach zu OP und möchte das. Ich kann damit nichts anfangen. Dämonenbaby, du bist cool, aber ich kann damit. Wow, zurzeit nichts anfangen. Hilfe! Hier ist auch kein Boss. Pau, 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 pau. Hä, schießen wir langsamer? Haben wir irgendwas eingesammelt, dass wir langsamer schießen? Haben wir echt schon die ganze Zeit so langsam... Was? Das glaube ich nicht. Oh, Heldtap. Oh, Heldtap ist gar nicht so gut. Wieso habe ich das eingesetzt? Nein. Wir brauchen kein Heldtap. Egal. Doch, doch, das ist gar nicht so schlecht, weil dann könnten wir beim Devil Deal... Wo ist er hin? Da ist er hin. Beim Devil Deal, dann müssen wir keine... Ey, dann müssen wir keine drei blauen Herzen opfern, sondern nur dieses eine rote. Können davon ja nicht sterben, können sogar dann Devil Deals holen, die eigentlich zwei rote Herzen kosten. Und behalten, glaube ich, trotzdem unsere blauen Herzen. Ist also eigentlich sogar perfekt. Dass wir jetzt noch ein Held abbekommen haben. So. Der Boss könnte dann auch langsamer kommen, oder? Wir kriegen ganz schön oft Lemon Party in letzter Zeit. Du gibst uns nix. Hier wäre der Shop. Mit Super Greed, okay. Warum nicht? Ein bisschen mehr Geld ist auch immer gut. Bitteschön, dankeschön. Brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht hier. Lemon Party! Okay. Und dann können wir eigentlich zu Mom. Hallo, das ist mein Name. Ja, komm. Hier, mach halt deinen Fuß. 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 Au.
Macht uns nichts. Wir müssen zum Satan. Verstehe ich gerade nicht. Können wir da noch weitergehen? Nee. Wir nehmen trotzdem... Nein, das andere wäre besser gewesen. Nee, ist egal. Jetzt machen wir halt Schaden, wenn wir Leben verlieren, statt andersrum. Und hier ist noch ein Devil Deal mit noch einem Typen drin. Nehmen wir mal mit. Warum nicht? Wir brauchen keine roten Herzen. Und dann weiter. Weiter. Das wird nicht lange dauern. Ich schätze mal so 35 Minuten, bis wir beim Satan sind. Oh, warte, da war eine goldene Truhe. So, willst du nicht andashen? Och Mann. Ich wollte ihm eine Bombe schenken, aber er will sie nicht. Autsch. Monstroböse. Sollten wir eigentlich mitnehmen, weil es mein Lieblingstrinket ist, aber... Ich glaube, hier gibt es nicht mehr viele Scheißhaufen. In dieser... im Utero. Ist ja nicht der After oder sowas. So. Du auch noch. Das Baby, das wir eben aufgesammelt haben, das gibt uns auch immer eine Fliege, was nicht sonderlich auffallen sollte, weil wir sowieso Gabi sind. Aber eine Fliege mehr kann den Unterschied machen. Nicht wirklich. Aber wir haben sie. So, da kriegen wir noch zwei Pillen. Bombsaki ist uns egal. Paralyse brauchen wir auch nicht. So, das machen die Fliegen. Wir kriegen Fliegen dadurch, dass wir Gabi sind und dadurch, dass wir unser Item immer wieder einsetzen. Voll cool. So, geht hier auf, du gehst auf. Tja, das war der Untergang. Wärst du mal nicht aufgegangen. Flat Penny brauchen wir nicht. Da wir sowieso nicht spenden können, etc. pp. Chubidubububababab. Hä, wo ist der Boss? Ach, da oben geht's noch weiter. Gut, dann warte. Wir wollen natürlich volle Leben haben. Schon wieder eine blaue Spinne. Er hat noch nichts Schlechtes gegeben bisher, glaube ich. Nee. Okay. Wow, 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 wow. Voll erschrocken. Fliegen. Ihr könnt doch nicht sofort hier alles in die Explosion springen. Bums, ding, bum, bam, blablabla. Ich kann gut sprechen heute. Aber macht nichts, solange wir das hier schaffen, ist alles bestens. Au. So, wir kriegen ja sowieso genug Bomben. Und eigentlich, wenn wir jetzt jedes Mal, also wenn wir einmal getroffen werden, dann aktiviert sich das negativ und alle Gegner im Raum sollten Schaden bekommen. Wir könnten das eigentlich mal ausprobieren, aber dafür so müssten wir dann ein Leben verlieren. Wo ist er hin? Hä? Da. Da war er ja. Du hier nochmal. Danke. Tschüss. Oh, Double Trouble Boss. Double Trouble Boss. Kein Problem. Wir kriegen noch ein blaues Herz. Oder eine blaue Spinne. Auch nicht schlecht. The Cage mal zwei. Na super. Los, fliegen. Attacke. Töte zumindest den einen. Den da. Den da. Den da. Den da. Der stirbt gleich. Danke. Und wir können zum Glück fliegen. Das heißt, wenn er rollt... Boah. Ich hasse The Cave. Ich hasse dich. Ist fast so schlimm wie der Schauspieler. So, noch ein Swange-Up. Okay, und? Oh, die Sense. Lassen wir aber mal da, auch wenn es noch ein Damage-Up wäre. Ah, es wäre ein Damage-Up. Es ist ein Damage-Up, wir nehmen es mit. Wir nehmen es mit. Haben wir jetzt vollen Damage? Ne, immer noch nicht. Aber Damage-Up ist halt cool. Jetzt sehen wir auch wieder böse aus. Wer will schon so eine coole Katze sein? So eine süße, kleine, coole Katze. Will doch keiner sein. Puh. Wahrscheinlich wird der Boss oben sein. Ich gucke trotzdem mal hier links. Mit ein bisschen Glück ist er hier, ja? Nein, mit ganz viel Glück ist er hier. Besser gesagt. So. Und ob es wirklich so war? Nein. Wir hatten leider kein Glück. Dafür haben wir hier Herzen. Und dafür kriegen wir eine blaue Spinne. Großzügig von dir. So, Fliegis. Ja, Fliegis, ihr macht das. Die armen Fliegis. Ich opfer sie voll auf.
Aber wir kriegen ja richtig viele einfach immer dazu. Das können wir uns leisten. So. Oh, das erste Mal, dass er uns eine schlechte Spinne gegeben hat. So ein Bastard. Den geben wir wieder weg. Soll für uns arbeiten und macht nur Scheiße. Nein. Darkman, du bist ein ganz netter. I found pills, ja. I found them. Mama, I found the pills. Nimm das mit. Dann lass uns hier reingehen. Die sollten auch recht schnell tot sein. Ja, ja. Also, ich denke schon, dass wir das schaffen sollten. Den Teufel zu besiegen. So. Hä? Was? Hat mich getroffen? Ist der Gegner genau in uns gespawnt? Gut möglich. So. Sehr schön. Das kriegen wir. Noch ein blaues Herz. War hier noch irgendwo was? Ein blauer Stein oder so? Ich sehe keinen. Wahrscheinlich ist er trotzdem einer. Ich übersehe nur. Da ist auf jeden Fall noch ein rotes Herz. Gibt es uns nichts dafür? Okay. Oh nein, wir sind paralysiert. Hilfe. Und dann ab zum Teufel. Letzte Ebene, Leute. Sieht sehr gut aus. Wir haben sogar noch neun Leben. Wer soll uns aufhalten? Der Teufel? Dass ich nicht lache. Ein Teufel, der Prada trägt? Na gut, der vielleicht. Aber der Teufel hier trägt ja kein Prada. So. Ein paar mal Slots. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Noch ein bisschen mehr Damage. Brauchen wir aber auch nicht. Wir lassen alles liegen. Wir brauchen das alles nicht. Wir machen uns nichts aus Items. Denn wir sind der Gabi tot. Oh, einfach so. Okay, hallo Satan. Bombe! Wieso treffen meine Bomben nicht? Ich finde das doof. Die armen Bomben. Der arme Satan. Oh mein Gott. Hier, nimm die Bombe. Och Satan, wieso stirbst du denn so schnell? Haben wir Shio schon mal geschafft, ohne Leben zu verlieren? Wenn nicht, dann haben wir es jetzt geschafft. Okay, hatten wir aber doch schon geschafft. Jo, das war die Challenge soweit. Oh, er gibt uns nichts mehr. Meine Trophäe! Du gehörst mir! Wing! Moon of Daggers freigeschaltet. Und die habe ich zweimal hintereinander nicht geschafft. Entweder wir hatten voll viel Glück oder ich habe einfach nur richtig schlecht gespielt die letzten Male. Wahrscheinlich das. Vor allem ist man am Anfang ja auch schon OP genug, um das auch so zu schaffen. Keine Ahnung, was damit mir los war. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch die Darknessfall Challenge. Damit haben wir alle Runen freigeschaltet, die wir, glaube ich, freischalten konnten. Ich glaube, das gibt nur sechs Stück. Dann kommt das nächste, die Suicide King Challenge dran. Da schaltet man, glaube ich, sogar was richtig Gutes frei. Ich weiß nur gerade nicht was. Die kommt dann auf jeden Fall beim nächsten Mal dran. Die wird auch schlimm werden. Suicide heißt ja selbst umbringen. Selbst, wie heißt das? Suicide, Selbstmord. Der Selbstmordkönig. Also werden wir uns wahrscheinlich irgendwie selber umbringen. Und wahrscheinlich nicht nur einmal. Schauen wir mal, was das ist. Und dann brauchen wir noch The Family Man. The Family Man ist auch eine komische Challenge. Und irgendwie noch die 11. Challenge, was auch immer das ist. Kriegen wir auch noch irgendwie hin. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch morgen bei der Suicide King Challenge wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.